Heute vor 7 Jahren dachte sich die kleine 11-jährige Sena, hey, es ist eine klasse Idee, ein Video auf YouTube hochzuladen. Und daraus ist was Krasses entstanden. 7 Jahre YouTube. Ja, ich hatte lange Pausen, also insgesamt waren es vielleicht dann doch nur so 5 Jahre oder 4, weiß ich nicht. Trotz alledem gibt es den Kanal 7 Jahre und ich habe vor 7 Jahren mein erstes Video hochgeladen und genau dieses möchte ich heute mit euch anschauen. Und nicht nur das, sondern auch ganz viele andere alte Videos, weil ich habe vor 2 Jahren ungefähr viele auf privat gestellt, weil ich mir dachte, hey, ich mache wieder YouTube, aber ich identifiziere mich nicht mit den alten Sachen. Ich will nicht, dass jemand findet und denkt, das bin ich. Also habe ich alles privat gestellt und ja, jetzt denke ich mir, ich könnte auch alles wieder öffentlich stellen. Will mir bloß den Aufwand nicht machen, aber ich denke mir halt so, hey, das war ich. Daraus bin ich jetzt entstanden. Also warum soll ich es verstecken? Ich habe vor allem auch in den letzten Monaten öfter mal kurz kleine Thumbnails oder kleine Videoschnitte nochmal irgendwo gesehen und war so, oh mein Gott, ich will in einem Video das mit euch sehen. Deswegen bin ich heute hier, weil ich finde es sehr, sehr krass zu sehen bei alten Aufnahmen, dass ich noch genauso wie früher bin und zugleich ein ganz anderer Mensch. Wir sitzen in meinem bekannten Zimmer. Ihr werdet später in den Aufnahmen, also in den alten Videos auch sehen, dass das früher ein bisschen anders aussah. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit den Aufnahmen. Ich habe hier mein tolles MacBook. Ich werde das Video natürlich von dem MacBook verwenden, aber den Ton von der Kamera, damit es nicht so einen Doppelschall gibt. Deswegen, wenn der Ton irgendwie komisch klingt im Vergleich zu dem Video, was ich hier irgendwo einblende, wundert euch nicht. Okay, wir sind gerade auf meiner Startseite. Ihr seht Sims und Naomi. Wir gehen auf jeden Fall erstmal auf meinen Kanal. Hier seht ihr meinen Kanal bzw. meine Videos auf meinem Kanal und die letzten Videos werdet ihr kennen bzw. meine Schminksammlung habe ich schon hochgeladen, aber noch nicht online gestellt. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen sorry für die nasale Stimme. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz nach unten. Am 18.10. habe ich nach 2 Jahren, ihr seht, das letzte Video war 2018, habe ich nach 2 Jahren das erste Mal Videos hochgeladen und ich meine, diese Pausen hatten einen Grund. Es war nicht nur so, ich habe keinen Bock Videos zu produzieren, sondern sie hatten einen tieferen Grund. Vielleicht gehe ich irgendwann mal darauf ein, aber ich glaube, das interessiert die meisten jetzt gerade nicht, deswegen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem letzten Video, was ich vor dieser Pause hochgeladen habe. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache kein YouTube mehr, ich mache keine Videos mehr. Ich weiß, es fühlt sich nicht gut an, aber ich hatte so Lust, das zu drehen und was mir halt direkt auffällt, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber mir fiel das sowieso auch auf Snapchat auf. Ich habe das Gefühl, mein Kopf oder mein Gesicht ist ein bisschen schmaler geworden, was vielleicht auch da einfach daran liegt, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Aber irgendwie sieht mein Gesicht halt mehr rundlich, mehr chubby so aus. Zu dem Zeitpunkt war das schon so ein Ausnahmevideo, also da hatte ich nicht regelmäßig YouTube gemacht, aber ich hatte voll Bock. Das hatte ich halt auch noch mit meiner OG Nikon-Kamera gedreht. Oh mein Gott. Meine Augen sehen übel schön in diesem Video aus, aber oh mein Gott. Meine Augenbrauen, ich habe die ja, also ich wollte unbedingt, ihr erinnert euch 2016 an die Zeit, wo Balkenaugenbrauen in waren. Ich wollte auch unbedingt Balkenaugenbrauen, aber meine Augenbrauen waren zu dick, deswegen sah es nie gut aus. Ich erinnere mich noch so sehr an dieses Video, ne? Ich habe es gedreht und danach war ich mit 2 Freundinnen und meinem damaligen Freund im Alexa und ich bin eigentlich nie im Alexa. Aber da ist voll das süße Foto entstanden von mir und meinem Ex-Freund. Und ich war so, wow, meine Lippen sehen so gut auf diesem Foto aus. Ich liebe übrigens immer noch mein E-Girls Run Ruining My Life Video. Und ihr werdet auch die Aufrufzahlen merken. Heutzutage ist ein Durchschnitt so um die 100 Aufrufe für mich. Dann gibt es so meine Shein und meine Zafel Videos. Das hat ja zum Beispiel 10.000. Und das ist so der Durchschnitt für meine erfolgreichen Videos. Aber früher meine Videos hatten so viel mehr Aufrufe wie hier. 280, jetzt 370. I don't know why, weil ein Grund, warum ich teilweise auch aufgehört habe, war tatsächlich, dass gar keine Interaktion mehr da war. Niemand mehr meine Videos geklickt hat, niemand mehr kommentiert hat, niemand mehr dazu oder gegangen ist. So, es war einfach still. 2018, Alter. Wie alt war ich da? Ach, vor 3 Jahren. Ih, ist schon 3 Jahre her. Wenn ich diese Zahl höre, denke ich so, das war letztes Jahr. 3 Jahren, da war ich 15. Aber ungelogen, ich sah mit 15 genauso aus wie jetzt. März 2018. Oh mein Gott, ich mag meine Reviews voll. Ich finde die qualitativ voll hochwertig, aber niemand guckt sie an. Da seht ihr die Augenbrauen. Können wir ganz kurz über meine Haare reden? Ich hatte halt voll das Problem, dass ich meine Haare ja blondiert hatte und die überhaupt nicht so waren, wie ich sie wollte. Und dann habe ich sie irgendwann abgeschnitten, weil sie auch kaputt waren. Also wisst ihr so, ich denke halt auch jetzt so, weiß ich nicht, kurze Haare könnten süß aussehen. Das ist jetzt echt voll die schlechte Demo davon. So zum Beispiel. Ich denke so, kurze Haare könnten übel süß aussehen, auch mit den Locken. Und das dachte ich mir damals schon so, vielleicht werden die lockiger und so. Könnte niedlich sein. Aber im Endeffekt stehen mir kurze Haare nicht, weil ich so ein rundes Gesicht habe. Und damals war ich, wie gesagt, noch ein bisschen dicker. Heißt, ich hatte noch ein runderes Gesicht. Mein Make-up sieht
sehr, sehr cakey aus. Ich habe damals schon versucht, sie so wenig wie möglich zu waschen. Seit ungefähr ein paar Monaten versuche ich wieder alle 2-3 Tage meine Haare zu waschen. Einfach weil ich wirklich jeden Tag gepflegt aussehen will. Ich wollte irgendwie meine Haare retten. Deswegen sehen sie halt so super eklig aus. Sie sind nicht glatt, sie sind nicht gewellt. Ich habe eben meine Haare nie gestylt, mache ich jetzt auch nicht. Eigentlich sehen meine Augenbrauen noch gar nicht so schlechter aus, aber sie sehen halt zu dick aus für mein Gesicht. Ja. Alter, die Kamera ist halt nicht fokussiert. Alter, das war gerade voll Overload mit der Musik. Ist okay, ist jetzt nicht super interessant, aber wie gesagt, ich stehe auch hinter den Videos so, weil ich würde die immer noch so gucken und ich würde die vielleicht nicht mehr gucken, aber damals war ich so, ich würde selber gucken und das ist heutzutage auch mein Kriterium bei meinen Videos. Würde ich das selber so anklicken und schauen? Wenn es nein ist, lade ich das Video nicht hoch. In den letzten Monaten habe ich auch mindestens 3 Videos produziert, die ich nicht hochgeladen habe, weil ich so war, nee, würde ich persönlich nicht gucken. Dieses Video ist, glaube ich, mit das erfolgreichste auf meinem Kanal, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde What's on my phone Text super langweilig, aber alle haben sich's gewünscht. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber da sehe ich süß aus. Ein Video, was in der letzten Zeit so unglaublich oft ich habe meine Haare geglättet. Ich war so, wieso interessiert das so viele Leute? Ich hab's same, schon immer noch. Und wie in der ich mag blau an mir. Das ist ein neuer What's on my phone Tag. Ich persönlich schaue solche Videos nicht, aber ich wurde in der letzten Zeit locker zig Mal gefragt. Interessiert es euch wieder? Ich kann immer noch einen What's on my phone Tag machen. Ich finde aber, ich sehe da echt ganz hübsch aus. Mein Eyeliner war mein Signature-Look so. Da finde ich, bin ich voll ich und auch viel sympathischer so. Ich mag mein Make-up. Ich mag eigentlich meine Haare, werden sie ein bisschen lockiger oder ein bisschen glatter. Aber die Länge finde ich hässlich. Die Länge ist so eine hässliche Mittellänge. Aber alle fanden es toll. Eine Person so... Hast du einen Knutschfleck? Ja, hatte ich da. Ich habe es versucht zu bedecken mit meinen Haaren so ein bisschen. Seht ihr das da? Aber ich meine, ihr könnt mir jetzt eure Meinung sagen. Ich habe das Gefühl, wenn ich lange Haare habe, sagen alle Leute, wow, lange Haare stehen dir besser. Wenn ich kurze Haare habe, sagen Leute, kurze Haare stehen dir besser. Ich persönlich denke, dass lange Haare mir besser stehen. Okay, machen wir jetzt mal einen größeren Sprung. Boah, in diesem News sehe ich aber auch richtig schrecklich aus. Aber egal. Einen größeren Sprung. Da habe ich auch schon die kurzen blonden Haare. Das ist alles noch so 2017, 2018. Dieses Video, oh mein Gott, das war auch wieder nach 2 Monaten, wo ich kein YouTube gemacht habe. Und da habe ich dann auch so darüber geredet, so ein bisschen, warum ich daran zweifle, an mir, an YouTube und so. Da habe ich mir dann auch die Haare gerade frisch abgeschnitten, weil davor hatte ich noch diese Haarlänge. Ich wollte eigentlich lila Haare haben, aber es wurde nichts. Aber ich finde, man sieht richtig, dass ich im Gesicht ein bisschen dicker bin. Hier hatte ich noch keine blondierten Haare. 3 Tage vor meinem Geburtstag habe ich das hochgeladen und ich hatte das mit der Laptop-Kamera aufgenommen und auch hochgeladen. Und ich weiß noch ganz genau, dass mich das persönlich wirklich übel belastet hat. Dieses, wie macht man alles richtig? Es ist so toll, wenn ihr was produziert und ihr merkt, das erreicht auch jemanden. Weil klar, wenn ich sage, hey, ich mache seit 7 Jahren YouTube, jetzt in letzter Zeit zum Beispiel, wenn ich in Real Life das sage und dann Leute fragen, oh wow, echt? Und dann sehen, oh, ich habe 1200 Abonnenten, sind sie so... Ich denke mir halt so, warum? Warum reagiert ihr so? Weil das ist nicht wenig. Klar, heutzutage ist der Standard viel, viel höher. Heutzutage kann man easy 1 Million erreichen. Aber ihr müsst euch überlegen, diese 7 Jahre habe ich nicht durchgehend YouTube gemacht. Ich bin nicht so ganz auf die Trends aufgesprungen, die ich hätte vielleicht mitnehmen können. So, mein Kameraakku war gerade leer. Ich weiß nicht genau, wo ich war. Ich wollte auf jeden Fall erzählen, dass 1200 für alle so wenig klingt im Verhältnis zu diesen Millionen von anderen Leuten. Aber ich denke dabei dann immer daran, dass früher mein Ziel immer 1000 Leute waren, weil auf einer meiner Schulen hatten wir 1500 Schüler und die Massen an Menschen, die beim Feueralarm bzw. bei der Übung des Feueralarms immer da waren, gehen wir mal davon aus, 100 Schüler sind krank, 1400. 1400 Leute auf einer Stelle, es sind massig Menschen. Und wenn ich jetzt vorstellt, ein Video, was ich produziere, sehen eventuell diese Massen an Menschen, jeder einzelne von denen sieht das. Und es hat einen Einfluss auf sie. Ob es ein kleiner Gedankenanstoß ist, ob es sie inspiriert, ob es ein Kaufanstoß ist, sonst irgendwas. Es hat Einfluss auf sie. Und ich bin dieser Einfluss. Ist krass. Also auch wenn alle Leute sagen, boah, das ist jetzt nicht so viel. Ich finde es riesig. Okay, machen wir mal weiter mit den alten Videos. Ich habe früher auch sehr, sehr viel gebloggt und ich weiß, dass ich dann immer Wochenvlogs gemacht habe. Die Videos sind zum Beispiel auf privat. Ich weiß nicht, warum das Video auf privat ist. Wir können es uns ja mal anschauen und dann herausfinden. Ja, okay, keine Ahnung. Aber eigentlich, ich mochte meine Vlogs. Die habe ich damals auch mit meiner großen Spiegelreflex aufgenommen. Aber ich mag meine Vlogs. Ich mag jetzt den Hintergrund natürlich nicht. Der ist nicht aufgeräumt. Hey, das Regal da rechts. Bin ich jetzt vor ein paar Wochen auf eBay losgeworden. YouTube zum Beispiel hatte auch die Funktion für mich, dass sie mich mit Leuten verbunden hat. Und ich habe ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit Josie kennengelernt. Aber da haben wir auf jeden Fall Instagram-Essen getestet. Hallo Leute. Und ihr seht, meine Haare waren so viel länger als jetzt. Aber sie sind auch nicht so lockig. Also meine Haare sind ja jetzt eigentlich länger. Nun wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video.
Video 1 muss beginnen, so ein bisschen so Videos waren früher cool und ich würde voll gerne mehr solche Videos heutzutage wieder machen. Videos zu produzieren macht mir am meisten Spaß im Make-up-Bereich. Ich glaube, dass sowas auch euch mehr interessiert und ich würde deswegen voll gerne auch wieder mal so mehr in die Richtung gehen. 24 Daumen hoch, Alter. 7 Daumen runter, aber ist schon krass. Ich habe Hunger. Übergangsfavoriten, Alter. Boah, die Musik ist richtig YouTube. Bibis Beauty Pad ist noch so Zeit. Das sind Bibi und ich, als ich, glaube ich, meinen 14. Geburtstag hatte. Bibi und ich, als wir 15 waren, glaube ich. Sie ist nur so geschminkt wegen einer Challenge. Oh mein Gott, Joshua Stimme, Alter. Sheesh. Wisst ihr, so Videos, die voll aufwendig sind, wo mehr so Schnitt und so drin ist. Hätte ich voll Bock. Wobei der Schnitt und die Texteinblendung nicht mehr meins sind. Der Übergang einfach, der Hintergrund hat sich geändert, weil es nicht auf einem Stativ stand. Aber oh mein Gott, waren meine Haare lang in einem Zopf. Sheesh. Ich bin mal joggen gegangen. Wisst ihr, ich mag das voll, dass es so draußen gefilmt ist und so ein bisschen mehr dahinter und so. Und mein Ziel ist nämlich, meine Haare wieder so lang zu kriegen, dass ich im Zopf... Der Zopf ist hier, ne? Okay. Okay. Alter, Snapchat nutze ich nur noch privat. Ich habe nie was in meiner Story. So, wenn ich jetzt auf der Höhe einen Zopf mache, sehen meine Haare halt so aus. Weil meine Haare halt nicht die gleichen Länge haben, gibt es halt diese paar langen Strähnen und diese paar kurzen. Und mein Ziel ist es halt wieder, wenn ich einen Zopf habe, lange Haare zu haben. Ja, wisst ihr, so in der Art, also ich meine, das Video fand ich jetzt nicht gut. Es war sowas von ich und es war sowas von die Zeit damals, 2016, wirklich Dagi, Bibis Beauty Palace, diese Schrift von iMovie, das war ein Ding. Oh mein Gott, er hat mich geschminkt, ich kann mich nicht daran erinnern. Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video mit diesem Special Guest hier. Ja, schon! Ich schicke ihm dieses Video, damit er das sieht. Hoffentlich judgt er mich nicht. Wenn es irgendwie jetzt rausgeschnitten ist oder verpixelt ist, liegt das daran, dass er das dann wollte. Oh Joshua, du bist so cute. Oh mein Gott, Joshua war so ein süßer Typ. Und ich mochte seine Schwester voll, ich mochte seine Familie voll. 5 Arten von, Leute, Artenvideos, yes. Oh, dieses Video habe ich damals vom Schnitt geliebt. Ja, den du richtig hübsch findest, dir aber leider gar nicht steht, dann bist du hier genau richtig. Denn ich zeige dir heute 4 Möglichkeiten, wie du dieses Produkt einsetzen kannst und es richtig gut aussieht. Alter, meine Musik habe ich gefühlt. Das fand ich voll cool. Also wirklich, ich mag das Video bis heute, ne? Die Bearbeitung. Ich seh sehr, sehr süß aus. Ich sehe Babyface-mäßig aus. Und ich mag das übel mit dem in die Kamera halten. Und wisst ihr, es war so ein bisschen kreativer als das, was ich jetzt, wenn ich Make-up-Videos mache, weil ich jetzt mehr chilled down bin. Und weil ich das auch persönlich lieber gucke, so chilled down-Videos. Aber ich finde das übel cool und war damals auch übel stolz auf dieses Video. Ich sag sehr oft übel, ich weiß. Oh mein Gott, ich hatte damals, ich weiß nicht, wie sehr ich euch erinnern könnt, aber damals waren Kooperationen viel größer und wir hatten so eine X-Miss, also eine Weihnachtsreihe, Adorable X-Miss Girls mit Josie und meine Zähne vor der Zahnspange, Alter. Okay, let's go. Zeig mir das Make-up. Also sorry, ich mag übel den Schnitt. Ich mag das voll mit den Übergängen und dem Make-up und dem Zeitraffer. Wirklich, das mag ich auch heutzutage noch. Und ich habe von der Musik her noch mehr Ty Watts und Tyler sonst wie verwendet. Aber irgendwann haben die ihre Sachen urheberrechtlich geschützt. Und dann war super viel halt, habe ich keine Strikes bekommen, aber Verwarnung. Heutzutage mache ich das eben nicht mehr, weil super viele Interpreten, die auf YouTube Videos oder Musik machen, die sie aber nicht urheberrechtlich schützen, machen das im Nachhinein. Und deswegen verwende ich mittlerweile nur noch so Sachen. Ich verwende jetzt zum Beispiel, wenn ich Musik verwende, entweder von YouTube Studio
oder wenn der Stimme zu hören ist von Thematic, Royal, sonst wie Music. Man sieht aber sehr krass, dass ich mich heutzutage anders schminke. Und hier sieht man richtig mein Babyfett. Man sieht, dass ich mich anders schminke. Meine Lippen schminke ich anders, meine Augenbrauen. Das ist schon krass. Hier habe ich das Video mit Vivi. Ich habe ja früher viel, viel mehr Videos mit Vivi produziert. Und nach diesem Video zeige ich euch mal das erste Video mit Vivi. Und ich mache immer noch welche. Wir treffen uns diese Woche zum Drehen. Okay, das ist alles ein bisschen cringe, wenn ich ehrlich bin, das zu sehen. Okay, wir überspringen jetzt mal, weil ich dieses erste Video mit Vivi euch jetzt zeigen will. Hier, achso, Haul mit Vivi. Okay, die Flachwitze-Challenge war sogar davor. Krass. Hey Leute, heute mache ich den TMI-Tag. Deswegen, wenn ich runtergucke oder so, nicht wundern. Meine Stimme ist so hoch. Und kurz vorab, selbst YOLO-YouTube macht das ja schon. Naja, YOLO! Falls ich irgendwann Jono war noch ein Ding, Alter. Ja. Aber wenn ich das so sehe und mir jetzt vorstelle, damals war ich 11, hätte mir damals jemand gesagt, was alles auf mich zukommt, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte. Wir gehen jetzt noch auf mein erstes Video als finaler Abschluss für diesen Tag. Es ist cringy, es ist privat, es hat 880 Aufrufe, weil das erste Video gucken sich oft ja Leute noch im Nachhinein an. Wir lesen uns erstmal natürlich die Videobeschreibung durch, weil that was important. Hi Leute, ich will jetzt endlich mit YouTube anfangen, deswegen hoffe ich, dass wir zusammen viel Spaß haben werden. Ich würde behaupten, den hatten wir. Aber hey, es ist HD, ne? Das ist HD. Hi, dies ist ein kleines Informationsvideo. Ja, ich habe ja auf Instagram eine Seite namens Beauty-Souls-. Keine Ahnung, ich verlinke euch die Seite. Ich weiß nicht mal, wie meine eigene Insta-Seite heißt. Okay, so was ich sagen wollte. Diese Seite war eigentlich die nachfolgende Idee von meinem YouTube-Kanal. Das war ja ein YouTube-Videos, aber keine Ahnung, ich fand mich einfach zu jung. Ich würde sagen, ich bin sogar schon so ein bisschen paranoid, weil ich mich oft vor so ein Spiel setze und dann so tue, als würde ich ein YouTube-Video. Girl, das ist überhaupt nicht Parodie, das war aber jeder. Ich weiß, dass ich irgendwie nach der Schule einfach nur mit meinem Dutt und so mich davor gesetzt habe, weil ich halt wirklich, damals war ich 11 und ich wollte eigentlich mit 12 YouTube anfangen, aber ich konnte es einfach nicht mehr abwarten. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sag's da, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sag da, dass ich das schon seit 2 Jahren überlegt habe und wahrscheinlich war es dann auch die Wahrheit. Das heißt, ich habe, seitdem ich 9 war, wollte ich gerne mich im Internet präsentieren. Aber mit 9... Meine Mutter hat es mir damals schon nicht erlaubt. Ich habe es meiner Mutter, bis ich 13 war, glaube ich, verheimlicht, weil sie jetzt auch so war, ihr dürft kein Facebook haben und so weiter und das ist alles schlecht. Ich wollte, seitdem ich 9 war, einen YouTube-Kanal, habe ihn mir mit 11 gemacht und einfach jetzt bin ich 18 und ich habe meinen YouTube-Kanal und mache jetzt wieder aktiv Videos und jetzt läuft es auch. Das ist heftig, ne? Ich bin so richtig klein und süß da. Ich heiße Lena, ich wohne in Berlin und ich lebe in Berlin. Das ist so komisch, sich selbst zu sehen, wie man sich vorstellt, weil ich sage jetzt, ich heiße Lena, aber die Person und das bin nicht ich und das bin ich. Voll weird. Meine Frisur sieht scheiße aus. Ja. Ja. Cool, das wusste ich damals schon. Ich habe so eine, im Kopf so eine Liste, so 100 things to do before I'm 18. Also 100 Dinge, die... Ungelogen, diese Liste habe ich auch noch und dazu wollte ich auch noch ein Video machen. Diese Liste mit euch durchschauen, weil ich die seit Jahren mir nicht mehr angeguckt habe. Und es kam nicht zu 100 Dingen. Ich habe, glaube ich, vielleicht 50 oder so aufgeschrieben. Und ich will mal gucken, was ich seitdem alles gemacht habe. Weil ich glaube, ich habe das letzte Mal mit 14 oder so drauf geguckt. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und es ist so krass, ne? Dieses kleine Mädchen da, das bin ich. Und irgendwie bin ich es auch nicht. Und YouTube hat mir sehr viel Ärger eingefangen. Und es hat mir auch sehr viel gebracht. Allein die Freundschaft mit Josie und dass ich Joshua kennengelernt habe, hat mir super viel gebracht. Ich habe Katharina kennengelernt. Ich habe noch viele andere Leute kennengelernt. Aber das sind so die Leute, mit denen ich am meisten zu tun hatte. Das ist... Wow. Wenn man meinen Kanal jetzt findet, denkt man nicht, dass ich so lange dabei bin. Aber Leute, ich bin seit 7 scheiß Jahren auf dieser Plattform. Und ich wäre es wahrscheinlich schon seit 9, wäre ich älter geworden. Ja. Das war's mit diesem Video. Ich werde die anderen Sachen, die ich noch angesprochen habe, dazu noch Videos drehen. Wenn euch noch mehr interessiert, ich habe noch eine gesamte Festplatte mit Rohdateien, die ich nie hochgeladen habe. Ich werde sehen, ob dieses Video gut angeguckt ist. Die Kamera ist schon wieder ausgegangen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr Videowünsche habt, dürft ihr sie mir gerne kommentieren. Ich freue mich auf die nächsten 7 Jahre hoffentlich mit euch. Verzeiht mir meine ganzen Pausen. Ich bin trotzdem unglaublich stolz. Wirklich, ich freue mich immer noch jeden Tag über jeden Einzelnen, der mir folgt. Und ich freue mich über euren Support. Wenn ihr mir auf Insta folgen wollt, schaut in der Infobox. Da steht auch nochmal mein Insta und ist verlinkt. Da heiße ich Sena X Luna. Ja, und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem Video. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bye.